Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Cube VR. Ich weiß tatsächlich noch, was ich das letzte Mal gesagt habe, was ich heute machen will. Nämlich, ich will meinen kleinen Teich hier hinten zu einem etwas größeren Teich bzw. See ausarbeiten. Ja, ich habe mich nämlich schon den ganzen Tag auf Arbeit heute darauf gefreut, endlich nach Hause zu kommen und endlich daran arbeiten zu können. Ich mache schon mal das hier weg. So, das sammeln wir ein. Ja, das letzte Mal hatte ich ja gemerkt gehabt, dass mein Lüfter ziemlich laut geworden ist. Das war tatsächlich meine CPU, die recht laut gewesen ist. Das lag einfach nur daran, das habe ich jetzt gesehen, dass ich... Ja, wie sage ich das jetzt am dümmsten? Dass halt der Hauptlüfter, der bei mir hinten am PC ist und eigentlich mein Mainboard kühlen soll und alles, der funktioniert einfach zurzeit nie. Also der geht nie an. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich sag mal ab hier so. Und ja, das ist mir halt so aufgefallen. Ich habe dem Ganzen jetzt erstmal noch nicht so viel Beachtung geschenkt, weil es ist halt in der Nacht um 1 und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, da jetzt ein PC aufzuschrauben und zu gucken, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind, das ist halt ein bisschen blöd. Wartet mal, ich nehme mal die Blumen am besten mit, weil wäre ja schade um das schöne Rot. Ich habe jetzt sowieso mal vor, noch ein bisschen ein paar Pixel-Arts zu machen. Und da kann man natürlich Farbe immer gebrauchen. So. Auch wenn ich kein Problem mit roter und weißer Farbe habe, weil die scheint es ja hier en masse zu geben. Aber als Jäger und Sammler, oder hauptsächlich nur Sammler und Sammler, kann man halt nie anders. Man kann es ja immer mal gebrauchen, hat Papa schon immer gesagt. Alles aufheben, nichts wegschmeißen. So. Ne, also ich denke mal, dass da vielleicht irgendwo ein Kabelloch ist oder so. Weil ich habe jetzt mal im BIOS nachgeguckt. Da ist eigentlich auch eingestellt, dass der angehen soll. Und ich habe auch mal geguckt, also... Auf dem Mainboard wurde eine Temperatur von 58 Grad erkannt. Meine CPU, die hatte 48. Und ja, eigentlich müsste der ja dauerhaft an sein, hatte ich immer gedacht. Vielleicht ist es auch normal. Ich weiß es halt nicht genau. Aber da gucke ich morgen mal nach, wenn es hell ist draußen. So, hier noch ein bisschen. Ja, hier den immer noch mit. So. Weil so wirklich jetzt da Federsuche machen, habe ich tatsächlich nicht mehr allzu viel Lust. Weil ich ja in spätestens 2 Monaten einen neuen Rechner habe. Und derjenige, der halt den jetzigen Rechner erbt, der muss halt damit meinetwegen mal zum PC-Doktor gehen. Ich meine, der kriegt einen PC, der vor 2 Jahren 1400 gekostet hat. Der ist VR-ready und damit kann er seine Oculus Rift ohne weiteres füttern. Ich meine, da reicht ja auch aus, dass ich meine Index damit gut füttern kann. Ich spiele zwar momentan bloß mit 90 Hertz, aber das wird sich ja dann ändern, wenn ich die neue Nvidia Grafikkarte habe. Da freue ich mich tatsächlich schon so ein bisschen drauf. Von den ganzen normalen Flat Games, die ich momentan spiele, brauche ich tatsächlich nicht ansatzweise irgendwas, was wirklich jetzt grafisch so aufwendig wäre.
weil ich spiele halt so eher Virtual Novels von 2004. Da gab es kein Raytracing, das sind fast nur Bilder, da wird es nie Raytracing geben. Oder Neko Para, da braucht man auch kein Raytracing für. Ich habe jetzt vor kurzem, stimmt, das habe ich jetzt so eigentlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, Phantasy Star Online 2, hatte ich ja in meinem vorletzten Video mal erwähnt. Das habe ich auf höchsten Grafikeinstellung und selbst da komme ich nicht mal ansatzweise auf 40% GPU-Auslastung. Sammle ich das jetzt alles ein. Ein bisschen Dreck brauchen wir hierfür. Wir machen so ein bisschen den Ufer. So. Zack. Ja, nach hinten habe ich noch ein bisschen was Luft. Ich würde halt in der Mitte überall das animierte Wasser reinsetzen und außenrum vielleicht so eine oder zwei Reihen mit Sand. So eine Art strandmäßig vielleicht. Oder ich guck mal, ich habe ja noch so Cobblestone-Blöcke, dass ich da vielleicht gucke, ob ich irgendwie sowas wie Gravel oder so habe, dass man das halt so als kleine Uferböschung benutzen kann. Soll halt hübsch ausschauen. Den Boden ebne ich jetzt hier nie aus, wenn da irgendwelche Löcher nach unten gehen, weil da kommen Blöcke drüber, das sieht dann keiner. Da pushe ich einfach mal ein bisschen, da mache ich mir es einfach. Ich habe ja vorhin schon mal so kurz gesagt, dass ich mich heute den ganzen Tag auf Arbeit darauf gefreut habe, endlich wieder Let's Play aufnehmen zu können. Und es ist mir wirklich aufgefallen, dass ich das richtig vermisst habe auf Arbeit, endlich wieder nach Hause zu kommen, sich drauf zu freuen, Headset aufsetzen, QVR anschmeißen und einfach ein bisschen bauen, dazu ein bisschen quatschen. Das macht tatsächlich richtig Spaß. Habe ich mich so ein bisschen daran gewöhnt, einfach in der leeren Wohnung zu stehen und einfach mit niemandem zu quatschen. Wenn man sich immer so ein bisschen dran gewöhnt hat, geht das eigentlich. Ist zwar immer noch nicht unbedingt ganz so in Fleisch und Blut übergegangen, aber ich denke mal, ich mache das mittlerweile halbwegs brauchbar. So. Gut, ich guck mal, wie viel Sand wir haben. Dürfte ja nicht allzu viel sein. Ist das animiertes Wasser? Ah, wir sind voll. Oh, wir haben einen Haufen rote Farbe gesammelt. Wann ist das denn passiert? So. Hier hat man noch rot. Vielleicht können wir aufbauen. Genau. Und dann oben drauf den Rest. Ich habe 50 animiertes Wasser. Guti. Jetzt wird es natürlich gerade Nacht. Oh, es fängt an mit Regnen. Da fühlt sich wenigstens unser kleiner Teich mit Regenwasser auf. So, animiertes Wasser. Genau.
So. Nachdem ich das letzte Mal dort hinten meinen schönen Wasserfall gemacht habe, der wirklich hübsch ausschaut, machen wir hier noch ein bisschen Wasser hin. So. Das Schöne, wenn man in der Nacht um 1 spielt, ist halt wirklich, dass es nicht so warm ist. Ich weiß noch, das letzte Mal, wo ich aufgenommen habe, war es ja tagsüber. Boah, das war einfach nur so verdammt warm. Da ist man fast schon weggeschmolzen. Das war's schon? Das ging schnell. Ich weiß noch, ich habe blaue Farbe gebraucht für dieses animierte Wasser. Ne, das war's nicht. Hier. Eine blaue Farbe und 4 Gras. Ja, da werde ich wohl jetzt mal Gras sammeln. Ich weiß, ich habe noch ein bisschen was in meinen Truhen. Das habe ich vor uns gesehen. Aber wir können ja erstmal das Gras hier einsammeln. So, komm her. Du auch. Und du. So. Spiele ich Mähdrescher. Gut, ich nehme dich noch mit. So, gehen wir mal in die Truhe. Hier hatte ich jetzt keins. Was war jetzt hier drin? Ah, okay. Das sind 5 und das sind 40? Guti. Na gut, dann nehmen wir mal die blaue Farbe. Muss ich halt noch schauen. Ich guck mal, wie viel ich da rausbekomme. 4 Gras. 1, 2, 3, 4. Immer blaue Farbe. Und ich muss erstmal ein paar Steine wegschaffen. Ich habe natürlich jetzt einen Haufen Dreck. Jetzt, wo ich keinen mehr brauche. Wo platziere ich den jetzt am schnellsten, dass es nicht allzu hässlich ausschaut? Da ist eine blaue Blume. Blaue Blumen sind hübsch. Ich habe noch einen Magma Glow. Warte mal, den Magma setzen wir einfach mal hier hin. Ist hier irgendwas? Nee, gut. Der Rest wird mit Erde gefüllt. So. So, hier unten auch noch ein bisschen was hin. So. Na also geht das doch. So, wir haben unseren Dreck auch los. Ohne dass wir irgendwo Ressourcen verbrennen müssen. So. Haben wir sogar so ein Erdloch einfach mal gefüllt. Haben wir sogar was Gutes für die Umwelt getan. Haben die Maulwürfe wieder was zum Buddeln. So. Sehr schön. Oh, schon alle. Das ging flott. Gut, schauen wir mal, wie viel wir Wasser rausbekommen. Wäre natürlich cool, wenn wir direkt immer gleich so... Hier hätten wir auch zuschütten können. Wenn wir gleich so 50 Wasser bekommen, weil dann würde ich einfach 3 Stück machen und mit 150 Blöcken
dürfte ich ja ein bisschen was vorankommen. Denke ich zumindest. Na komm her. Oh, es kommt 32. Ist ja auch nicht schlecht. Machen wir nochmal 3. Machen wir 4. Jetzt hat sich gerade so einen blauen Farbklecks weggeschossen. Habt ihr das gesehen? Finde ich den jetzt gleich wieder auf Anhieb? Na gut, mir ist so schön. Was nie weg ist, kommt wieder. Wobei, das ist ja weg. Na, mal schauen. Ich werde es irgendwie überleben. Ich mache einfach noch mal 3 weitere. Dann haben wir definitiv genug Wasser. So, euch sammeln wir auch wieder ein. Unser guter Zunder. So. Es müsste jetzt der Tag sein. Da würde ich einfach mal einen Kristall zum Auflegen raushauen, dass er sich ein bisschen aufladen kann. Hier machen wir jetzt erstmal unser Wasser weiter. Hoffen wir mal, dass es dann langt. Also ich weiß jetzt schon, dass es nie lang wird. Weil 100 Blöcke, das ist ja auch nicht gerade viel. So, es dürfte gleich wieder vorbei sein. Das ist immer so, dieses auf dem Papier sieht es nach viel aus, wenn man sagt, man hat 100 Blöcke. Aber wenn man dann einfach mal so 5x20 Blöcke gesetzt hat, ist das so schnell alle. Das habe ich ja oben bei meinem Haus gemerkt. Da hatte ich ja auch ein paar 100 Blöcke mit Cobblestones gehabt. Und die waren so schnell alle gewesen. Da habe ich mir auch gedacht, huch. Ist man 2-3 Stunden lang damit beschäftigt, die ganzen Cobblestones zusammenzusetzen. Und dann hat man die in 5 Minuten alle gesetzt. Huch, ach so, das war ein Reh. Ich habe jetzt schon. Boah. Ja, manchmal hat man immer so ein bisschen eine Wahnvorstellung. So. So. Ich habe schneller geklickt, als es die Blöcke setzen konnte. Nennt mich Lucky Luke des Cube VR Universums. Ja, das sieht doch schon mal so ein bisschen hübsch aus. Ja, also noch mindestens einmal genauso viel. Ein bisschen was Farbe habe ich ja noch. Wenn ich das eine Stückchen jetzt wiederfinden. Oder hat es die Farbe gleich in die Fackel reingeschossen? Das kann natürlich auch sein. Die Fackel machen wir erstmal weiß. Zack. Oder liegt das hier irgendwo? Ne, dann ist das tatsächlich weggeschossen. Na gut. 1, 2, 3. Das ist durch den Boden gefallen.
habe jetzt tatsächlich 3 blaue Farbe eingebüßt. Das ist sehr interessant. Ich kann es aber auch mit dem Eimer nicht wieder einsammeln. Also scheint es wirklich weg zu sein. Vielleicht war die Farbe schon über dem Mindesthaltbarkeitsdatum und musste weg. So. Je nachdem, was für eine Art von Farbe das ist, kann das halt tatsächlich passieren. Weil je nachdem, welche Art von Bindemittel in der Farbe drin ist, kann es halt wirklich passieren, dass die, wenn die zu lange irgendwo gelegen hat, dass sich die Bindemittel auflösen. Oder dass einfach die Farbpigmente als solches nicht mehr wirklich so gut haften. Wie viel haben wir? 128. Einer geht noch. So. 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 Na dann. Darf dann bloß den Kristall nicht wieder vergessen einzusammeln. So. Hier noch ein bisschen. Ja, das ist doch hübsch. Oder was meint ihr? Ja, das hat schon was. Hätte ich vielleicht auch einen Swimmingpool machen können. Und das kann ich ja dann oben, wenn ich mein Haus irgendwann fertig habe, kann ich das ja immer noch machen. Da gibt es ja so ein VR-Spiel. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie das wirklich heißt. Hat ein Kumpel mir mal gesagt. Das war einer der Hauptgründe, warum er sich zum Beispiel eine Quest geholt hat. Weil da gibt es halt so einen, ich nenne es jetzt mal kleine Schwester-Simulator, wo man halt so verschiedene kleine Schwester-Vorgaben sich hochladen kann, so von den Charaktermodellen her. Da gibt es zum Beispiel Kana von Kobayashi-sans Dragon Maid oder auch von Bagge Monogatari, die eine, die dort total auf Donuts steht. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Oder zum Beispiel Yui aus Sword Art Online und all sowas. Also halt so hauptsächlich so Anime-Charaktere. Oh, da muss ich wohl noch einmal. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass man halt seine kleine Schwester dort hat. Die kann man dann, ich nenne es jetzt mal füttern. Also man kann da was zu essen geben. Das ist wie so ein Ort. Ja, im VR-Tamagotchi, nur halt mit einer kleinen Schwester. Wenn die halt aufs Klo will, muss man es an der Hand nehmen und zum Klo bringen und dann draußen warten, bis sie fertig ist und all sowas. Ist auch noch in einer relativ frühen Beta. Ist auch nicht auf Steam, sondern nur direkt als Download irgendwie so. Ist relativ niedlich. Also mal abgesehen von dem pädophilen Ansatz, den man dort hat, dass man halt so ein kleines Mädchen ja, streichelt oder keine Ahnung, was man damit alles machen kann. Also nur legal ist, also ausziehen so ist dann nicht. Zumindest nicht, wo ich gespielt habe. Also ich habe es noch nie probiert, aber ich denke mal nicht, dass die das haben, weil da ihr Ziel ist es halt so eine Art kleine Schwester-Simulator zu haben, dass Anzüglichste, was ich tatsächlich hatte, die wollte baden gehen, da habe ich sie ins Bad gesteckt. Die hat rumgejammert, dass sie kein Handtuch hat, da bin ich halt ins Bad, habe ihr das Handtuch gebracht. Und da saß die halt in der Wanne und war halt total schüchtern und wütend und hast du nie gesehen. Das war ganz putzig gemacht. Ist er jetzt rot geworden? Nee, Glück gehabt. Sehr schön. So. Ich gucke jetzt mal bei den Rezepten, ob ich so quäffelmäßig habe irgendwas. Hm.
glaube, das ist eher nix. Nee, das sind Farblöcker. Das ist Eis. Ja. Uff. 26 Stein und ein Regenbogen. Na gut. Hoffen wir mal, dass es hübsch ausschaut. Meine wertvolle Regenbogenfarbe. Aufpassen, dass ich das jetzt nicht dummerweise in eine Fackel schmeiße. Zuzutrauen wäre es mir. Und ich habe jetzt... Hier sind Steine. Ich würde gerade sagen, ich habe in der vorletzten Folge einen Haufen Steine gehabt. So, das dürfte reichen. So. Bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Ich hoffe mal nicht allzu hässlich, weil die Regenbogenfarbe ist ja schon ein bisschen seltener. Hat ja ewig gedauert, bis ich mal welche gefunden habe. Na komm her. So. Und so. Ah, das sieht doch bestimmt gut aus, oder? Ich weiß nicht, also mir gefällt tatsächlich gerade so das blaue Leuchten darin nicht so ganz. Also so diese Zwischendinger, dieses halt Beton. Okay, das ist, wird als Dreck gewertet. Aber das ist nicht schlecht, damit kann man ja schon eine schöne Gartenmauer hochziehen. Die hebe ich mir auf. Ja, da würde ich sagen, nehmen wir einfach Sand. Ich habe ja letztens welchen geholt. Das dürfte Sand gewesen sein. Schauen wir mal. Sand, genau. So, verkleiden wir das jetzt schön mit Sand. Genau. Wobei ich sehr, sehr stark davon ausgehe, dass diese ein bisschen was über 90 Blöcke, was es jetzt waren, auf keinen Fall reichen werden. So. Aber ich habe jetzt meinen eigenen kleinen Privatstrand. Und ich weiß ja, wo die Wüste ist. Zur Not kann ich schnell nochmal hinflitzen. Und nochmal mindestens 200 Blöcke holen. Habe ich so viel Platz im Inventar? Warte mal, da kann ich erstmal schnell die... Huch. Oh, hallo. Kann ich aber schnell fix den Zunder wieder reinstellen. Das trockene Gras. So. Sonst irgendwas? Achso, das war kein dunkles. Gut. So habe ich 3, 4, 5, 6.
Habe ich einiges. Warte mal, das Woods Gefolding brauche ich ja nicht mehr. Das ist Sandstein. Gut. Ja, also. Das wird heute noch fertig. Düs, düs, düs. Das ist halt, es gibt da so ein VR-Spiel, das nennt sich Blade and Sorcery, wo man halt so mit richtigen physischen Eigenschaften, Schwerter, Äxte und so weiter schwingen muss. Und wenn man da halt rennen will, muss man einfach die Arme so hin und her bewegen. Und als ich letztes Jahr im November, Dezember angefangen habe mit meinen Let's Plays von CubeVR, habe ich anfangs tatsächlich noch da gestanden und mit den Armen so gewedelt, weil es halt noch so drin gewesen ist, dass man sich damit fortbewegen kann. Grün habe ich noch. Ich bräuchte ein bisschen mehr Blau. Da ist einer. Eine einzige blaue Pflanze. Und ich habe gesehen, hier sind noch meine Fackeln. Die stehen auch schon seit fast einem Jahr hier. Seit Dezember. Die habe ich hier hingeflackt, als ich mein Video gemacht habe, warum CubeVR besser ist als Minecraft. Das hat mittlerweile auch ein bisschen über 1500 Abrufe. Also da habe ich zumindest einige Leute mit erreicht. Genau. Da ist auch schon Wüste. No. Sehr schön. Es freut mich ja vor allem, wenn halt wirklich dann so Leute unter meinen Videos kommentieren, dass die sich halt meinetwegen CubeVR geholt haben. Das freut mich so ein bisschen, weil ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich fühle mich so ein bisschen wie so ein CubeVR-Pionier. Und wenn dann die Leute sagen, jo, wegen deinen Videos habe ich mir das jetzt auch geholt, dann ist das schon immer ganz toll. Hat letztens einer sogar unter einem Beat Saber-Video kommentiert, dass er sich CubeVR geholt hat. Hab tatsächlich auch über CubeVR-Videos relativ viel Abonnenten dazu bekommen. Das sehe ich ja mal, wer welches Video abonniert hat, beziehungsweise welches Video wie viele Abonnenten bekommen hat. Irgendwie fühlt sich das gerade so an, als würde ich draußen vor der Haustüre sein. Das ist nämlich auch heiß. Es war heute den ganzen Tag, obwohl keine Sonne geschienen hat, 32 Grad draußen. Jetzt hat sich zwar draußen so ein bisschen abgekühlt, wir haben bloß noch angenehme 26, aber in der Wohnung wird es ohne wirklich sehr viel kühler. Mittlerweile kriegt man da die Wärme ohne mehr so gut raus. Selbst wo das letztens mal so ein bisschen geregnet hat, habe ich ja gleich angefangen, überall die Fenster aufzurupsen, Durchzug zu machen. Das hat ohne wirklich so viel gebracht. So. Und ich habe heute auch mal, ich habe das letzte Mal ein bisschen rumgeschimpft. Also ich habe ja das letzte Mal gesagt, dass ich ohne Schimpfen zurechtgekommen bin. Stimmt tatsächlich nicht so ganz. Ich habe über YouTube geschimpft gehabt, dass ich halt nie gefunden war mit meinen Beat Saber Liedern. Wo ich aber gefunden wäre, ist mit CubeVR Videos. Wenn man CubeVR sucht, findet man mich tatsächlich. Weil ich tatsächlich mit meinen Let's Plays doch ziemlich stark den YouTube-Markt geflutet habe. Weil das ist ja jetzt mittlerweile sogar schon die 38. Let's Play-Folge. Da ist Kupfer, Eisen und ein Kristall. Blauer Himmel. Guck mal, da ist sogar ein Wölkchen. Daran kann ich mich sogar noch erinnern. Sieht so ein bisschen aus wie ein Gesicht, seht ihr das? Dort oben hat man so die Haare ganz oben, dann so zwei Augen, eine Nase und dort rechts ein Ohr. Oh, interessant, was man so alles entdeckt.
Ja, also ich bin jetzt schon bei der 38. Folge in meinem Let's Play. Hätte ich tatsächlich selber auch nie gedacht, dass es mal so lang laufen würde. So, das sind 189. Komm, dann machen wir die 200 voll. Ja, und wenn man halt jetzt QPR eingibt, findet man sehr viele meiner Videos. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber es gibt halt auch tatsächlich relativ selten von anderen YouTubern Videos. Gamergirl Nikki hat jetzt zweimal gestreamt gehabt. Das habe ich gesehen. Und ab und zu macht mal irgend so ein Russe mal was. Aber ansonsten. Das letzte große, was gewesen ist, was ich gesehen habe, war von Erwolf oder von Siegfried Wolf, wie auch immer. Weil er heißt Siegfried Wolf, nennt sich Erwolf irgendwie. Oh, drei Regenbogen. Und der hat halt als letztes ein paar gemacht gehabt. Oh, vier sogar, Mensch. Ist doch richtig bunt. Ich will mal gucken, ob es vielleicht noch irgendwas gibt. Nein. Nein, du gehst da jetzt nicht runter. Weil wenn ich da jetzt runtergehe, werde ich die nächsten 5 Stunden nicht hochkommen, weil ich alles erkunden will. Dann treffe ich vielleicht noch auf eine Goldader. Da mein Inventar gerade ziemlich voll ist, wäre das natürlich nicht so angenehm. Das ist nach wie vor hübsch. Ich habe bisher auch noch niemanden entdeckt, der gesagt hätte, dass Cube VR nicht hübsch ausschaut. Einige meckern zwar rum, dass es halt, oder meckern ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einige monieren es halt, dass es nicht so viel zu tun gibt momentan. Aber ihr seht ja, ich habe 38 Episoden jetzt so voll bekommen. Von den 30 wahrscheinlich nur irgendwie komisch in der Gegend rumrennen waren. Aber ich meine, ich habe Spaß. Das ist die Hauptsache. Und wenn man sich halt immer mal so ein paar Projekte setzt, wie jetzt zum Beispiel den Teich. Sind das grüne oder Regenbogen? Ne, die sind bloß grün. Wenn man sich halt immer mal so ein paar Projekte setzt, da hat man auch immer mal wieder Motivation, auch vielleicht mal so kurzfristig was zu machen. Ich mag das. QPR ist ja vor allem auch so halt ein Spiel, was man einfach mal, ich sag mal, zwischendurch spielen will, was dann am Ende aber trotzdem mehrere Stunden werden. Weil wenn ich jetzt einfach mal sage, Mensch, hab gerade nichts weiter zu tun. Einfach Headset aufsetzen, QPR angeschmissen, dann einfach ein bisschen in der Gegend rumrennen, nach blauen Blumen suchen. So. Fast fertig. Ich kann das Ende schon förmlich spüren. Am Ende fehlen mir irgendwie 3 oder 4 Sand. Das wäre schade. Da würde ich tatsächlich einfach mit Erde auffüllen. Das wäre mir dann wurscht. Oh, tatsächlich heute das Tagesziel geschafft. Mensch. Oder fast geschafft. Ich wollte ja noch eine Bank hinsetzen. Und ich habe noch 57 Sand übrig. Habe schon ganz gut gewirtschaftet. Der Mond hat es eilig.
So. Gut, dann setze ich den Sand hier hin. Genau, und dann gucken wir mal, was wir brauchen für eine Bank. Bank ist ja ein offizielles. So. Ich mach diese. Brauche ich nur 70 Holz. Hey, nur 70 Holz ist ja nix. Ich hab 65. Hier hab ich jetzt auch keins. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich ja hier hinten noch irgendwo Holz rumliegen. Jetzt waren ja immer mehr Grüne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die beim letzten Mal noch nicht hier waren. Hier auch, also ja. Grüne scheinen langsam zu werden. Wir können ja mal gucken, also ich hatte letztens hier mein Holzvideo gemacht. Ich habe da zwar in der Zwischenzeit schon wieder 5-6 Mal das Spiel gestartet. Glaube ich nicht, dass jetzt noch irgendwelche Baumstämme rumliegen. Sieht nicht so aus. Ja, da wäre ich wohl einen Baum fällen müssen. Tut mir leid, Kumpel. Zack. Na komm. Na, warum will denn jetzt, wollte ich gerade sagen. So widerspenstig. Der gibt wahrscheinlich 500.000 Holz. Ha. Fruit Ninja VR. Warte mal, ich glaube, das gibt's wirklich. Ja, da gab es doch mal anfangs diese Kids Play oder Kids React to VR oder sowas. Gibt es ja auch mit Rentnern, wo die irgendwelchen alten Omas VR-Headsets aufgesetzt haben. Und dann haben die dann zum Beispiel DreamHack von Oculus gespielt, wo man halt die ganzen Videos so sieht. Oder dann hat dieses Ding, wo man auf einer Planke auf einem Hochhaus lang balancieren soll. Und das gibt es halt auch mit kleinen Kindern. Diese Kids React to irgendwas waren, glaube ich, ein britisches Format. Weil da gab es nämlich auch Elders React und das waren definitiv Briten. Die haben zum Beispiel auf Hatsune Miku, was so Vocaloid, so eine synthetische Stimme ist, haben die halt reagiert und die alle so, oh ja, die Musik ist toll, kann man mitsingen, ist alles hübsch. Dann als man denen gesagt hat, dass das gar kein realer Sänger ist, sondern ein Computerprogramm. Nee, das Ding komisch. Aber das sind tatsächlich die meisten, die halt immer da über sowas ganz komisch denken. Weil die denken, Musik kann nur von realen Menschen kommen. Ich meine, die Bandmitglieder, die sind alle real. War's das? Ich war mir sicher, dass noch mehr war. Na gut, das dürfte auch reichen. Jetzt natürlich die Frage, wo stelle ich die Bank am besten hin? Hier so? So an die Stirnseite? Hier so würde ich sagen. Genau. Uff, ob ich mir das merken kann? 70. Gott, 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 Gott. Warte mal, das zieht wahrscheinlich von oben ab. Ah ne, dort drüben. Gut. ...70 Holz ist schon ganz ordentlich. Dann gibt es ja hier drüben noch so eine massive. 119. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde das ganz gut, dass man so einen riesen Verbrauch hat. So, das sind 6 nach oben. 3, 5, 6, genau. Genau, und auf den dritten geht es dann rüber.
So, muss ich mal schauen, wie viel das hier rüber sind. Dazwischen sind 4. Also jetzt hier noch eins dran. Uff, so. Dann ist hier das nächste Bein. So. Und auch wieder 3 nach oben. Dann komm her. Jetzt 2, 3. Ups. So, dann hier wieder 4, 3, 4. Und hier dann das letzte. Genau. So, dann hier hin. Gott, das ist so groß, das kann ich gar nicht greifen. So, die Sitzfläche, die wird komplett ausgefüllt. Ah. Okay. Das sollte machbar sein. Ich mach's jetzt mal so. Das ist die Jedi-Art. Apropos Jedi, die haben jetzt vor einer ganzen Weile schon Star Wars Squadron oder Squadron angekündigt, was ja so ein X-Wing TIE Fighter Star Wars Flug Kampfspiel ist. Das hat ja auch VR-Unterstützung. Da haben ja gleich viele gesagt, ja, das ist die Rettung für VR, das wird VR wiederbeleben. Ich finde momentan nicht wirklich, dass VR tot ist. Ja, nach Half-Life Alyx ist nichts Großes gekommen, aber habe ich irgendwas vergessen? Hm. 2 Beine unten, genau. 1 frei, dann oben. Das sind 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ist eigentlich richtig. Oder bin ich zu dämlich? Hä? Irgendein Typ von Holz. Das ist ja Holz. Ja. Das ist die Sitzfläche. Das ist da hinten. Oder habe ich irgendwo eins vergessen? Eigentlich nie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 Beine unten, 1 frei, 2. Lehne. Durchweg. Sitzfläche durchweg. Es ist auch eine Bank. Was habe ich falsch gemacht? Das sind doch genau dort, wo die Beine nach oben gehen. Und zwischen den Beinen sind jeweils 4 Steine. Genau. Und so 4 Holz. Ist ja jeweils 4 Holz.
am Rand irgendwas? Nee. Warum willst du nicht funktionieren? Ist doch eigentlich alles. Warte mal, hier war gerade ein, den ich nicht greifen konnte. Ne, das konnte ich nicht, weil das hier ein tragendes Element war. Und verkehrt rum zusammengebaut haben kann ich es hier auch nicht, weil das sieht ja aus wie eine Bank. Ein Beweisvideo davon. So. Frage ich mal den Entwickler, warum das nicht funktioniert. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es richtig gemacht habe. Wo habe ich es jetzt hingeschleudert? Hä? Na toll. Wenn man immer Mist macht. Ach, da ist es. Komm her. Also ich stelle die jetzt pro forma erstmal hier hin. Ich habe gesagt, stellen, nicht legen. Och, komm, jetzt ärgere mich nie. Das sind doch auch zwei in der Sitzbank. Das ist das. Ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht habe. Na gut. Ich frage meinen Entwickler. Na gut, also Ziel für heute zu 98% erfüllt. Ich habe eine Bank gemacht. Sie steht auch da. Nicht ganz bänkisch, aber sie ist da. So. Na gut, hat ja doch relativ lange gedauert, hätte ich jetzt so nie gedacht. Entschuldigt, dass ich so oft ins Mikrofon puste. Das ist einfach, weil mir läuft der Schweiß wirklich vom Gesicht. Und manchmal habe ich halt die dumme Angewohnheit, den Schweiß einfach so ein bisschen wegzupusten. Und das Blöde ist halt, hier unten sind halt zwei Mikrofone, deswegen blase ich da ab und zu mal rein. Ich versuche das so ein bisschen zu verhindern oder nicht zu machen. Aber das ist halt, manchmal denkt man nicht drüber nach. Ich sowieso nie, weil denken ist anstrengend. Deswegen passiert es halt trotzdem ab und zu mal. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Na gut, ansonsten sage ich jetzt mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, dass sich das mit der Bank bis zum nächsten Mal dann so ein bisschen klärt. Ansonsten, jo, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.